Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mindestlohndebatte geht in die vierte Wiederholung. Ja, Wiederholungen machen Quote. Und warum ist das so? Weil wir noch keinen bundeseinheitlichen, flächendeckenden Mindestlohn haben. Und an wem liegt's? Naja, an der CDU-Fraktion in diesem Hause. Denn hätte Berlin den Bundesratsinitiativen zugestimmt, dann hätten wir schon einen bundesweiten flächendeckenden Mindestlohn und brauchten uns jetzt hier nicht in klein-klein über Landesmindestlohngesetze zu unterhalten. Jetzt sehen wir uns mal an, wie es zu diesem Antrag gekommen ist. Vorreiter war ja Bremen, die am 17. Juli 2012 ein Landesmindestlohngesetz eingeführt haben und am 30. April 2013 folgte dann Hamburg. Vor rund anderthalb Jahren haben die Grünen, das wurde ja schon gesagt, hier einen Gesetzesentwurf eingebracht, der so lange wie möglich von der Koalition verschleppt wurde, bis er eben am 5.9. im Ausschuss landete. Dort, Überraschung, zwei Tage vorher gab es einen ganz neuen Entwurf der Koalition, der sich in einigen Punkten vom Grünen unterscheidet, aber in die gleiche Richtung geht. Aber nützt uns dieses Landesmindestlohngesetz wirklich? Das ist fraglich. In Bremen ist das noch nicht so klar. Also auf eine parlamentarische Anfrage der Linken in Bremen konnte die Bremer Landesregierung da keine genaue Antwort geben, was denn eigentlich das Bremer Landesmindestlohngesetz bewirkt hat. Tatsächlich gibt es sicherlich Fälle, wo ein Landesmindestlohngesetz mehr bewirken kann als das Ausschreibe- und Vergabegesetz. Aber der Hinweis kam schon. Erst einmal muss natürlich sichergestellt werden, dass die Regelungen des Ausschreibe- und Vergabegesetzes eingehalten werden. Und dann kann man sich fragen, inwieweit weitergehende Regelungen in diesem Landesmindestlohngesetz wirksam werden. Wir haben dazu auch einige Kritik formuliert. Als allererstes, das wurde schon erwähnt, verstehen wir nicht, dass die Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, im Gesetzentwurf der Koalition ausdrücklich ausgeschlossen werden. Wir werden auf jeden Fall die Streichung dieses Ausschließens beantragen, denn wir setzen uns auch dafür ein, dass, soweit man das vergleichen kann, wer in einer Behindertenwerkstatt produktiv Arbeit leistet, dafür auch entsprechend nach Mindestlohn entlohnt werden muss. Zweitens, nun, Kollegin Breitenberg hat gerade gesagt, die Niedriglohnschwelle liegt bereits bei 9 Euro. Das heißt, die 8,50 Euro sind überholt, das heißt, sind zu niedrig. Also wenn man hier schon in Wettbewerb über Zahlen tritt, sollte man im Gesetz mindestens diese 9 Euro verankern, wenn man das reinschreiben will. Was uns aber auch fehlt, ist die Landesmindestlohnkommission. Denn wir setzen uns dafür ein, dass ein Mindestlohn von unabhängigen Akteuren des Arbeitsmarktes und Experten festgelegt wird. Das müsste eigentlich auch Dr. Korte interessieren, der das ja gerade eben auch für den Bund oder für einen Mindestlohn gefordert hat. Im grünen Antrag ist es drin und im Änderungsantrag der Linken auch. Schließlich die Wirkung. Ich habe hier öfter kritisiert, dass eben bei Bürgerarbeit oder Förderung von Arbeitsverhältnissen hier im Land Berlin der Mindestlohn von 8,50 Euro noch nicht mal erreicht wird. Ich höre mit Freude, Frau Montero, dass Sie das in Zukunft anstreben werden. Das können Sie aber auch schon machen ohne ein Landesmindestlohngesetz. Und wir werden uns bei der Ausschussberatung noch mit den Einzelheiten beschäftigen. Aber festzustellen bleibt, was wir brauchen, ist ein bundesweiter flächendeckender Mindestlohn. Und da hat Herr Professor Korte ja schon im Ausschuss erklärt, dass das weiterhin von seiner Fraktion hier im Abgeordnetenhaus blockiert wird. Und das finden wir schade, denn die Mehrheit dieses Hauses ist für den bundesweiten flächendeckenden Mindestlohn und die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler auch. Vielleicht macht sich ja das beim Wahlergebnis am 22. September bemerkbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.